Nein, es ist noch nicht Weihnachten, aber jemand, der sich genau wie auf Weihnachten darauf freut, ist Christoph Knopp, denn es ist Neujahr angekommen. Grüß dich, Christoph. Guten Morgen, Mike. Hallo. Hallo, ja, jetzt habe ich schon verraten, du hast neue Ware bekommen, ja. Bist hier schon ausgerüstet hier mit dem Öffnungswerkzeug und hast es extra gewartet, bis ich mit der Kamera kam, obwohl ich weiß, dass du mega aufgeregt bist. Leicht zitternd mit dem Messer freue ich mich total, das Paket oder die beiden Pakete hier zu öffnen, weil wir einfach ganz spannende Neuheiten und auch Sachen, die wir gerade am Umbauen oder Umändern sind, jetzt bekommen haben. Und ich bin echt tierisch gespannt und freue mich total darauf, das jetzt zu öffnen. Jetzt bin ich aber auch aufgeregt. Ist besser wie Weihnachten. Bei Weihnachten weiß man ja, was passiert. Okay, hier drauf können wir schon erkennen, woher es ist, das Ganze. Miyazawa, ein japanischer Flötenhersteller. Der deutsche Vertrieb sitzt in Bayern. Von dort haben wir jetzt die Flöte bekommen. Das ist eine Miyazawa 203. Die Flötisten, die sich ein bisschen damit auskennen, werden bei der 3 hellhörig, weil normalerweise heißt das Modell 202. Das Besondere an dieser hier, wo ich mich jetzt auch total drauf freue, ist, dass sie nicht wie in der Preisklasse üblich gezogene Tonlöcher hat, sondern das Instrument hat gelötete Tonlöcher. Meistens was man im Preissegment so ab 8.000 bis 10.000 Euro und aufwärts erst hat. Aber hier tatsächlich schon bei einer Flöte mit einem Neusilberkorpus und einem Silberkopfstück. Jetzt wird es wirklich spannend. Also ich bin echt aufgeregt. Man sieht es ja, du ziehst das ja. Ja. Also natürlich wie immer, wenn sie geliefert werden, schön verpackt, damit sie auf der langen Reise von Japan hierher, und die wird wirklich handgearbeitet in Japan, dass sie von hier, dass sie schön ankommt. Ja, und wenn man jetzt genau drauf zoomen kann, erkennt man hier die gelöteten Tonlöcher. Ich weiß nicht, ob das gut in der Kamera zu sehen ist. Ich glaube, das müssen wir kurz erklären. Also das heißt, das ist jetzt eine Besonderheit dieser Flöten? Genau. Also im Normalfall ist es so, dass Flöten in dem Segment gezogene Tonlöcher haben. Vom Bearbeitungsprozess her ist es so, muss man sich vorstellen, bei einem gezogenen Tonloch wird ein kleines Oval gefräst. Dann kommt von innen eine Kugel rein und von oben wird diese Kugel rausgezogen. Das heißt, das Material an dieser Stelle wird doch sehr stark verändert. Es wird vom Querschnitt her dünner, es zieht man raus und bördelt das oben um, dass oben der Rand entsteht. Zeige ich gleich mal noch einer anderen Flöte, dass man einfach schön diese Unterschiede erkennt optisch. Bei einer Flöte mit gelöteten Tonlöchern wird praktisch die ganze Fläche ausgefräst und dann wird ein Kamin aufgesetzt. Riesengroßer Vorteil dabei ist, das Material vom Rohr bleibt wandungsgleich, also es wird nicht verändert, es wird kein Material rausgezogen, es wird keine Spannung im Rohr erzeugt, es wird keine Veränderung im Rohr erzeugt, und das Tonloch an sich wird auch gleichmäßig vom gleichen Durchmesser, von der gleichen Wandungsstärke aufgesetzt und wird dann verlötet. Natürlich, durch das Verlöten des Tonloches verändert sich das Material schon wieder ein bisschen, weil einfach Hitze dem Material zusetzt und das verändert. Aber diese gelöteten Tonlöcher machen halt schon absolut ihren Reiz aus und sind halt einfach klanglich ein bisschen anders als das herkömmlich gezogene Tonloch. Da wollte ich gerade hinausgehen. Was heißt jetzt klanglich anders? Anders heißt zumindest, es ist anders als besser oder schlechter. Es ist definitiv nicht besser oder schlechter, es ist anders. Es hat sehr viel mit dem persönlichen Geschmack zu tun. Ich würde sagen, es bleibt ein bisschen wärmer, weil einfach mehr Material, stärkeres Material da bleibt. Natürlich ist das ein Merkmal, was allein nicht die Welt verändert. Aber wir haben bei Miyazawa, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, halt auch diese große Möglichkeit, verschiedene Kopfstücke zu probieren, verschiedene Materialien. Sterling-Silber, Britannia-Silber, wir haben verschiedene Mundlochplatten und all diese kleinen Details, die man hier halt wirklich modifizieren kann für sich selber, die machen das aus, dass das Instrument halt besonders wird und dass es mein Instrument wird. Und das ist natürlich auch unsere Aufgabe hier, dass wir uns so lange mit dem zukünftigen Spieler auseinandersetzen, dass er alles Mögliche probieren kann, um dann halt wirklich die perfekte Kombination zu finden. Manche sagen, ja, das ist schon sehr viel Arbeit, ja, aber es ist halt einfach auch was, was mich ein langer Zeitraum in meinem Leben begleiten soll. Und hoffentlich mit Spaß. Miyazawa, du hast gerade eben schon angesprochen,
oberes Preissegment und gerade in dieser Ausführung und dieser, ja, wie du sagst, Präzession, wo liegt man denn hier preislich? Also hier das Instrument, also man sieht, es ist jetzt kein Kopf dabei. Wir haben die bewusst ohne Kopf bestellt, weil wir eine große Auswahl an Köpfen haben. Das heißt, das Instrument, so wie es jetzt hier drin liegt, müsste so um die 2.700, 2.800 Euro kosten. Ein Kopfstück geht dann los so bei 900 Euro etwa. Das heißt, roundabout sind wir bei 3.500 bis 4.000 Euro im Normalfall in diesem Segment. Miyazawa beginnt mit seiner einfacheren Modelle, mit der MJ-Serie, bei 700 Euro. Die werden natürlich nicht handgefertigt in Japan. Die handgefertigten Modelle gehen los bei 2.200 Euro ungefähr. Ja, wir haben natürlich hier ein Instrument, Ringklappen, E-Mechanik, vorgezogenes G, H-Fuß, also so wie man es halt standardmäßig bei uns in Deutschland mittlerweile spielt. Ja, ist einfach schön. Also ich werde die nachher mal noch in Ruhe durchchecken, auch dann noch spielen, allerdings nicht vor der Kamera. Wir wollen ja, dass warum? Ja, die Leute sollen ja schon länger den Beitrag schauen. Verstehe. Also, sehr schön, aber ja, das Spielen geht nämlich weiter, denn du hast noch mehr Päckchen hier zum Öffnen. Genau, auf das zweite freue ich mich genauso sehr. Und zwar, ich habe es erwähnt, wir haben ganz viele von den Miyazawa-Köpfen. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, auch jetzt mal ein bisschen damit zu spielen. Sachen, die man vielleicht normalerweise nicht macht, weil man sagt, okay, ich habe jetzt nur einen Kopf von diesem Modell da, da kann ich jetzt nicht noch mögliche Veränderungen vornehmen. Wir haben jetzt hier Zeitungen. Die Badische Zeitung. Das zeigt schon mal, dass das nicht im Saarland gemacht wurde. Also es kommt aus Süddeutschland auf jeden Fall. Kommt aus Süddeutschland. Es sind alles Miyazawa-Köpfe, die wir weggeschickt haben. Und die diese wunderschöne Gravur gemacht haben. Das ist eine handgestochene Gravur. Hat zwei Vorteile. Ganz kurze Frage, sehen das jetzt Kundenaufträge? Nein, das machen wir für uns, für zukünftige Kunden. Also wer das jetzt sieht, der darf sich gerne darin verlieben. Dem schicken wir gerne eine Auswahl von diesen Köpfen zu. Es geht natürlich zum einen um die Optik, zum anderen aber dadurch, dass man jetzt hier eine gewisse Aufrauung damit auch geschaffen hat, hält das natürlich besser am Mund. Viele Flötisten kleben sich hier immer was hin, damit man, wenn man anfängt zu schwitzen, nicht verrutscht mit dem Kopfstück. Ist natürlich jetzt mit der Maske blöd, ne? Aber sonst kann man halt hier damit rutschen. Und eine Gravur ist einfach auch eine andere Geschichte, um das Rutschen zu verhindern. Und es sieht sehr, sehr schön aus. Also die Gravuren sind alle gleich oder unterschiedliche? Unterschiedlich. Ich zeig's dir mal. Müssten sechs verschiedene Gravuren sein. Genau, das ist nochmal eine andere. Und wir gehen jetzt noch weiter in dem Ganzen. Und zwar werden wir die Mundlochplatten jetzt auch teilweise noch vergolden lassen. Damit einfach zum einen auch wieder die Optik eine Rolle spielt. Zum anderen aber auch, Vergoldung bringt einfach nochmal mehr Klangpotenzial, bringt einfach ein bisschen Wärme. Manche denken, na, das ist ja Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Es spielt sogar einen Unterschied, ob ich das jetzt rosé vergolden lasse oder gelb vergolden lasse. Zurzeit durch Corona ist es leider sehr schwierig, eine vernünftige Vergoldungsfirma zu finden, weil die alle völlig belegt sind und alle natürlich mit Corona-Regeln und mehr Abstand und weniger Ausstoß arbeiten. Da sind wir halt gerade auf der Suche, haben aber gute Kontakte, um dann einfach wirklich jetzt die nochmal entsprechend vergolden zu lassen. Und auch da freue ich mich total drauf. Also das ist einfach was, ja, es macht einfach Qualität, es macht Spaß, es ist halt nicht von der Stange, wir machen halt was Besonderes. Ne? Und dann kann halt jeder sich auch dort wieder sein persönliches Kopfstück raussuchen. Optisch, klanglich, ja, und das ist einfach viel Spaß. Einfach und das Schöne, was ich hier raushöre und auch immer wieder sehe bei euch, ihr lebt und liebt die Musik, vor allem die Musikinstrumente und auch immer wieder mit Überraschungen, mit Neuigkeiten kommt ins Eck. Und ich habe jetzt gerade eben aus dem Augenwinkel noch eine Neuerung gesehen. Irgendwie fehlt hier was. Ja. Hier fehlt eine Wand. Genau, hier fehlt eine Wand. Mir war es einfach zu warm. Nein, Quatsch. Also wir haben hier die Werkstatt deutlich vergrößert. Wir haben hier im Haus, sagen wir mal, mehrere Werkstatträume. Wir versuchen das jetzt einfach mal ein bisschen zusammenzulegen, effektiver zu machen, mehr Platz zu haben, damit man das, was wir halt schon immer machen und auch das, was wir professionell machen, dass man es auch nach außen einfach mehr sieht.
Das Zweite ist, wir haben jetzt hier dann drei Arbeitsplätze. Wir haben in Zukunft einmal im Jahr einen japanischen Flötenbauer für 2 bis 3 Monate hier im Haus. Der arbeitet eigenständig, aber der kommt einfach zu uns, um halt hier seine europäischen Kunden bedienen zu können, weil er zurückgeht nach Japan. Und das war dann so der Punkt, ich wollte schon lange die Werkstatt umbauen und habe gesagt, okay, jetzt gibt es einen Termin. Und bis dorthin muss ich fertig sein. Also haben wir das in den letzten Wochen gemacht. Immer Stück für Stück. Und ich finde, es ist sehr schön geworden. Es ist sehr offen geworden. Es macht mir einfach noch mal viel mehr Spaß, hier zu arbeiten, weil es einfach, ja, man sieht jetzt halt auch wirklich, was man macht. Ne? Ist näher an den Kunden dran. Genau. Also wirklich spannend, was bei euch passiert. So viel Neues. Neue Werkstatt. Flötenköpfe mit Gravur. Ein Arbeitsplatz für einen japanischen Flötenbauer, Reparateur, der Guru schlechthin, habe ich glaube ich mal rausgehört. Genau, ja. Und jede Menge Neues hier. Genau. Klasse. Ja, freut mich, dass du da warst. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Jeder darf sehr, sehr gerne vorbeikommen, einfach zum Testen. Im Moment nur mit Termin, das ist ganz wichtig, weil wir die getesteten Instrumente und Köpfe einfach danach auch 72 Stunden in Quarantäne geben, damit kein anderer drankommt. Deswegen müssen wir alles ein bisschen planen. Ihr dürft uns gerne besuchen. Montag haben wir geschlossen, da machen wir nur auf Terminvereinbarung. Dienstag bis Freitag sind wir von 10 bis 18 Uhr für euch da, samstags von 10 bis 14 Uhr und wie gesagt gerne außerhalb dieser Zeiten mit zusätzlicher Vereinbarung, aber auch während der Geschäftszeiten bitte unbedingt einen Termin vereinbaren. Also Neuigkeiten vom Musikhaus Knopp und Christoph, ja, ich hab's verstanden, das war jetzt ein kleiner Rauswurf. Genau. Du darfst auf jeden Fall gleich die Flöten spielen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, bis dann, ciao. Danke gleichfalls, ciao.